men in, sir. Get there. Get there. Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen hergehört. Bitte seid vorsichtig. Der Fluch von Wodget. Schlangen. Bei der Villa. Welcher Fluch? Wovon redest du überhaupt? Griechen und Ägypter leben nicht mehr in Harmonie. Die Götter grollen deswegen. Ich bin Nanefer. Ich weiß nicht, ob ich Grieche oder Ägypter bin. Ich bin ein Waisenkind. Keine Harmonie. Was meinst du damit? Die ägyptische Göttin Wadjet schickt Nachtschlangen in griechische Viertel. Nur Griechen wurden getötet. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Sieh es dir selbst an. Nördlich der Villa. Na schön. Ich werde es untersuchen. Das war schwerer, als es hätte sein müssen. Für alle! Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft ein Klima der... Nick! Was war das? Die Götter zürnen. Das war ganz nahe im Norden. Muss wohl etwas mit dem Fluch zu tun haben. Was war hier los? Ich höre mich mal... Ah, ich rieche das verbrannte Fleisch. Dieser Krug gehört hier nicht her. Da drinnen bewegt sich was. Schlange! Sie werden in den Krügen transportiert. Dieser Mann steckte fest und starb bei dem Brand. Hier ist alles einsturzgefährdet. Da komme ich nicht weiter. Die Spur führt nach draußen. Ich sehe mich auf dem Hof um. Nep, weißt du, was los war? Das war Wadjets Fluch. Ein Narr und seine Freunde feierten im Dromus. Ich sagte ihm, an einem heiligen Ort darf man nicht essen. Was hat er denn nur erwartet? Und du glaubst an diesen Fluch? Ihr Ägypter habt eure Götter. Wir Griechen haben unsere. Ich weiß nur, dass ich keine von beiden erzürnen will. Noch ein von Wadjet verfluchter Fremder. Schon der dritte diese Woche. Diese lausigen Griechen haben nichts anderes verdient, wenn du mich fragst. Aber was weiß ich? Ich bin ja nur ein einfacher ägyptischer Hauswart, der diesen Scheißkerl hinterherputzt. Hey, Vorsicht, was du sagst. Es gab Tote. Ich muss mich hier umsehen. Was du dir ansehen solltest, ist deine Hautfarbe, Söhnchen. Harmonie ist, was wir brauchen. Und nicht noch mehr Vorurteile. Hör zu, wir haben in einer Höhle unter dem, was vom großen Tempel übrig ist, einen Schrein gebaut. Warum ehrst du dort nicht Wadjet mit uns? Ägypter müssen derzeit zusammenhalten. Vielleicht später. Erst sehe ich mich um.
Diese Krüge habe ich auch schon im Griechenviertel gesehen. Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Aufwendiger Schrein für die Schlangengöttin Wadjet. Wie es sich anhört, werde ich den Hauswart nicht mehr suchen müssen. Er hat mich schon gefunden. Hauswart! Die Schlangen waren deine! Gibt's die Griechen? Dann komm her, du nutzloser Junior-Sklave! Folge den Befehlen deines Herrn wie ein guter griechischer Hund. Ich kämpfe für Ägypten. Und für wen kämpfst du? Ich diene niemandem. Und ich kämpfe für alle.
Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Ein aufwendiger Schrein für die Schlangengöttin Wadjet. Wie es sich anhört, werde ich den Hauswart nicht mehr suchen müssen. Er hat mich schon gefunden. Schlangen waren deine. Du dienst den Griechen? Dann komm her, du nutzloser Ionia-Sklave. Folge den Befehlen deines Herrn wie ein guter griechischer Hund. Ich kämpfe. Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Ein aufwendiger Schrein für die Schlangengöttin Wadjet. Wie es sich anhört, werde ich den Hauswart nicht mehr suchen müssen. Er hat mich schon gefunden. Das hat Ptolemäus Ägypten angetan. Ein Land ohne Gleichgewicht, voller Hass und Zwietracht. Wenigstens kann ich die Geisel retten. Die Männer des Hauswarts halten sie in Panuki fest. Der Hauswart missbraucht die Göttin zum Töten von Griechen. Woher dieser Hass? Aya wäre traurig. Es ist genau das, wovor Nani verwarnte. Ägypten verliert die Harmonie. Ein weiteres Werk des Hauswarts. Diese armen Griechen waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Vorne ist das Versteck des Hauswarts. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ach, es stinkt nach verfaultem Fleisch. Die Leiche sieht griechisch aus. Sie ist schon eine Weile hier. Das erklärt den Geruch. Er wurde von hinten erschlagen. Aus diesem blöden, stammelnden Griechen da drin. Wir werden ihn Wadjet opfern, sobald der Hauswart hier eintrifft. Ein Blutopfer? Das machen die Priester seit Jahren nicht mehr.
Unsere Ahnen folgten dem wahren Pfad, bevor falsche Lehren ihn korrumpiert haben. Und deshalb hat Wajet uns auch den verfluchten Griechen überlassen. Nun wenigstens wird er nicht entkommen. Du hast ihn so schwer erwischt, dass er in seinem Blut liegt. Er kann nicht mal stehen. Blöder Grieche! Das hat er verdient. Du hast keine Wahl! Du bist Wurmfutter! Und was dann? Frisches Obst, Getreide, Wein. Das sind sicher Geschenke des Hauswarts an seine Männer. Hey, Moment mal! Deine Zeit ist gekommen! Du bist erledigt! Du gehörst mir! Hier werde ich dich abschlachten! Kannst du stehen? Serapis, sei Dank! Ich glaube nicht! Ich wurde geschlagen! Ganz ruhig. Ich trage dich raus. Hey! Gesegnet seist du, Freund. Kannst du gehen? Sie schlugen mich, weil sie mich für einen Griechen hielten. Warte, du hast doch gestottert. Bei unserem ersten Treffen hatte ich Angst, da stottere ich eben. Bei den Göttern ist denn nichts wahr? Nun, du lebst, Nanifer. Sei dankbar. Ich lebe, aber Ägypten ist ohne Gleichgewicht. Du musst wissen, Magi, das Gesetz will Harmonie zwischen allen Völkern. Möge Serapis uns einen. Der Kult des Hauswarts ist erledigt. Aber Nanifer hat recht. Ägypten ist aus dem Gleichgewicht.
Und das liegt am Orden der Ältesten. Auf Position! Diese verdammten Gurte. Die werden mir noch Kerben in die Schultern schneiden. Weißt du, wie sie die Römer nennen? Maulesel. Weil sie so viel Ausrüstung mit sich rumschleppen. Ich sag's dir, da haben wir es leichter. Gut, du sagtest gerade. Seid ihr Theodoros Männer? Ja. Und wer bist du? Das ist der Sivaner. Er hat mich geschickt. Er kommt bald mit neuen Instruktionen. Gut, die Soldaten sind erschöpft. Aber es wird schon sehr bald Verstärkung eintreffen. Komm! Theodoros! Schärft die Klingen und spitzt eure Pfeile! Geratos trifft vor Sonnenaufgang im Lager ein! Du begleitest mich! Aber vergiss nicht, er gehört mir! Was für ein Spiel spielst du hier? Es geht dir mehr um ihn als um den Krieg. Mein Vater baute im Fayum Feigen an. Die besten. Geratos erhob Steuern. Für Ägypter führt kein Weg an Steuern vorbei. In einem Jahr war
war die Ernte verdorben, sodass mein Vater Schwierigkeiten hatte, sie zu zahlen. Der Rathaus hielt ihn für einen Betrüger und biss in eine Feige, um es zu beweisen. Er hatte den Mund voller Würmer. Seine Männer lachten. Aber der Rathaus rastete aus. Ich sah zu, wie mein Vater am eigenen Feigenbaum gehängt und zum Festmahl für alle Tiere der Region wurde. Der Rathaus verkörpert das Unrecht. Wegen ihm bin ich, was ich bin. Ich brauche dich, Bajek. Riere! Dafür haben uns die Götter zusammengeführt. Damit die Gerechtigkeit obsiegt! Für Ägypten! Für dein Vater, Theodorus! Der Rathaus wird sterben! Lasst keinen überleben! Her! Oh. Nicht, Geratos! Stell dich hier! Ha, ha, ha! Ich kann ihn treffen! Oh!